wollen über zeitgemäße Prüfungskultur und zeitgemäße Prüfungsformate sprechen. Und dafür haben wir zwei Menschen als ExpertInnen bei uns, die das gut können, weil sie in einem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur engagiert sind, sogar im Vorstand. Das sind Patricia Drewes, sie ist didaktische Leitung am Gymnasium Bethel und in der Lehramtsausbildung und in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und dann Henrik Haverkamp, er ist Kultur der Digitalität Koordinator am evangelisch-stiftischen Gymnasium in Gütersloh. Wir werden bestimmt noch darauf eingehen, was das denn heißt, Kultur der Digitalität. Und wir werden auch viele andere Begriffe in diesem Video aufmachen und ein Stück weit diskutieren. Wir fangen mal mit dem Grundlegenden an, der Begriff, der auch hier ganz oben drüber steht, zeitgemäße Prüfungskultur. Vielleicht ist es auch die schwierigste Frage und nicht die einfachste. Was ist das? Ja, unter zeitgemäßer Prüfungskultur verstehen wir, die wir ja dieses Institut gegründet haben, eine Art und Weise des Prüfens von Leistungen, das dem zeitgemäßen Lernen entspricht. Und dieses zeitgemäße Lernen bedingt für uns auch oder gehört zusammen mit den 4K, mit den Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert erforderlich sind. Und ich glaube, uns alle im Institut eint auch wirklich ein zeitgemäßer Unterricht, den wir machen wollen. Und wir merken, und das war vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir zusammengefunden haben, das endet das Ganze dabei, wenn es wieder ums Prüfen geht. Das heißt, man kann sich wunderbaren Unterricht ausdenken, tolle Szenarien und am Ende fragen die Schüler, das ist auch eines der Zitate, die wir auf unsere Homepage gepackt haben von Björn Nölte, am Ende fragen die Schülerinnen und Schüler immer, ist das denn prüfungsrelevant? Was kommt denn dabei raus am Ende? Und deswegen muss, und das ist unser Grundgedanke, sich das Prüfen ändern, also wir denken vom Ende her, damit sich auch der Unterricht langfristig verändern kann und das eine wieder zum anderen passt. Ihr sprecht jetzt ja von Kultur. Also Prüfung, habe ich verstanden, ist einleuchtend, aber da soll sich jetzt nicht nur zum Beispiel was von Formaten ändern, sondern eine Kultur. Warum habt ihr dieses Wort gewählt? Weil Kultur für uns sowas wie die Gesamtheit der Leistung einer Gesellschaft ist. Und diese Gesamtheit muss sich verändern, also Schule als Ganze muss sich verändern und nicht nur die Prüfung. Wenn wir jetzt sagen würden, Prüfungsformate, dann ist das für uns sehr technokratisch und wieder nur ein ganz kleines Schräubchen. Und Kultur bedingt halt, wir sprechen ja auch von einer Kultur der Digitalität und in einer Kultur der Digitalität muss auch die Kultur des Prüfens eine andere werden. Das Thema Prüfung ist ja nicht nur für die SchülerInnen relevant, sondern, Patricia hat das eben angedeutet, für das ganze System. Ist das zu offensichtlich oder, also ich frage mal ganz ehrlich, warum überhaupt? Ich glaube, dass Schule über die Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg eine riesige oder eine viel zu dominante Allokationsfunktion bekommen hat. Also man spricht manchmal auch von Selektion, ich vermeide den Begriff jetzt eher. Es geht immer darum, Menschen auszusortieren für etwas und die Idee dann ab Grundschule eigentlich zu sagen, verschiedene Bildungsgänge aufgrund von mehr oder minder erfolgreich absolvierten Prüfungen. Das Ganze geht dann weiter mit den Abschlüssen, mittleren Schulabschlüssen bis hin zum Abitur und letztendlich versteht sich Schule und da sehe ich auch viele Kolleginnen und Kollegen so als Zugangsberechtigungsinstitution und da erleben wir, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen auch fast eine Absolutsetzung von wirklich Noten geben, Zugänge verschaffen und demgegenüber tritt für uns Lernen eigentlich viel zu sehr in den Hintergrund und auch dieser Begriff der Bildung. Letztendlich geht es ja auch um Bildung und nicht nur darum, bestimmte Zugänge zu schaffen. Aber die Art und Weise, wie aktuell geprüft wird, bedingt, dass man den Eindruck hat, schulisches Lernen, da wird einfach durch Klausuren und Klassenarbeiten ein Rhythmus vorgegeben, der dem Lernen von Schülerinnen und Schülern an vielen Stellen zuwiderläuft. Hinzu kommt vielleicht noch, dass es eben auch zwei unterschiedliche Leistungsbegriffe gibt, die in der Schule zur Anwendung kommen. Es ist einmal so ein pädagogischer Leistungsbegriff, dass wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler eben bestmöglich zu fördern und das Beste aus ihnen rauszuholen. Und auf der anderen Seite gibt es eben so einen gesellschaftlichen Leistungsbegriff,
wo es darum geht, eben ja, Leistung zu bringen, um dann eben bestimmte Zugänge zu weiterführenden Ausbildungen oder zum Studium zu erhalten. Und das ist so ein ganz schwieriges Spannungsverhältnis, was man kaum auflösen kann zwischen diesem pädagogischen und diesem gesellschaftlichen Leistungsbegriff. Schule ist ja erstmal ein Schonraum, wo Schülerinnen und Schüler sich auch erproben sollen, ausprobieren sollen. Aber sie sollen gleichzeitig eben auch im Prinzip so fit gemacht werden, dass sie dann später außerhalb der Schule eben auch dann sich durchsetzen können. Warum seid ihr nicht Prüfungsgegner oder Leistungsgegner? Ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich durchaus gerne das, was sie können, zeigen wollen. Wir sind ja nicht Gegner dessen, dass Menschen, wenn sie stolz sind auf etwas, was sie produziert haben oder was sie verinnerlicht haben, irgendwo anderen Menschen gegenüber zur Schau stellen. Deswegen sind wir auch nicht Prüfungsgegner, also sondern Prüfungsneugestalter, so würde ich das benennen. Genau, das sehe ich genauso. Im Prinzip gibt es da diese große Lust, sich auch zu erproben. Aber das muss ja nicht immer dann mit einer Note abschließen, sondern man kann, glaube ich, auch auf vielfältige Weise zeigen, welche Kompetenzen man bekommen hat, ohne dass dann am Ende eine Ziffer herauskommt. Wir haben jetzt schon in dem Gespräch eine ganze Reihe von großen Begriffen in Halbsätzen erwähnt. Und jetzt würde ich gerne im zweiten Teil unseres Gesprächs nochmal genauer drauf schauen auf so ein paar Spotlights von Begriffen, die genannt wurden. Also Kultur der Digitalität ist gesagt worden. Wenn man sich so anschaut, dieses Institut, die Leute, die da vorgestellt werden, die werden alle als erstes mit ihrem Twitter-Namen vorgestellt und nicht zum Beispiel mit den akademischen Ehren, die irgendwo mal hatten oder ähnliches mehr. Das heißt, es hat irgendwie wohl was mit diesem Raum zu tun, in dem, weiß ich nicht, Digital- oder Digitalitätsfragen diskutiert worden. Gleichzeitig steht da ja nirgends drauf, dass es ein Institut für Digitalitätsfragen sei. Das fände ich jetzt nochmal spannend, mit euch aufzudröseln. Warum hat es offensichtlich doch viel damit zu tun? Und was meint ihr damit, wenn ihr sagt Kultur der Digitalität? Also wir orientieren uns ganz stark auch an Felix Stalders Vorstellung oder an diesen drei Paradigmen der Kultur der Digitalität. Und für uns gehört Digitalität einfach dazu. Also es ist ein, vielleicht der Medienbegriff auch, es ist ein Raum, in dem sich Schülerinnen und Schüler und auch sehr viele Lehrkräfte mittlerweile sehr souverän bewegen und sich auch aufeinander beziehen. Wir erleben auch mehr und mehr, dass Schülerinnen und Schüler auch twittern und eigene Konnektivität entwickeln an der Stelle. Und deswegen ist das etwas, das betrachte ich und das betrachten wir als gesetzt und in diesem Raum bewegen wir uns und in diesem Raum sollte sich auch Schule bewegen und in diesem Kontext passt vielleicht auch dieser Begriff der postdigitalen Schule, den ich einfließen lassen habe, weil ich den Eindruck habe, dass wir in Deutschland uns ganz, ganz oft auf dieser Ebene der Hardware und Software bewegen. Wir diskutieren permanent darüber, Whiteboards, keine Whiteboards, Beamer, keine Beamer, welche App ist denn jetzt die beste? Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, irgendwo es geht um diesen Lebensraum Schule in der digitalen Welt und auch die Frage irgendwo, was bringt mir das, wie verändert das mein Leben? Ich glaube, wir reden viel zu wenig über Algorithmen beispielsweise. Wir reden über die Grenzen möglicherweise auch des Digitalen. Wir reden auch viel zu wenig darüber. Jetzt geht es hier wieder zurück in die Präsenz. Wir reden aber nie darüber, was eigentlich Präsenz ausmacht und was man vielleicht auch digital wesentlich besser erledigen könnte. Und all diese Fragen, die beschäftigen uns. Und deswegen sind wir auch nicht ein Digitalisierungsinstitut, also nicht in dem Sinne von technischer Digitalisierung, oder wir sind das Institut, was die besten Prüfungen digital gestaltet, sondern ein Institut, das die Kultur der Digitalität eigentlich mitdenkt oder sich darin bewegt. Wir setzen das quasi voraus, aber nicht absolut. Das heißt, es gibt sicherlich auch hervorragende Prüfungen, die völlig ohne digitale Mittel auskommen. Und wenn man sich auf der Prüfungskultur-Community-Seite umschaut, wo ja Beispiele gesammelt werden von vielen Kolleginnen und Kollegen, da sind auch einige Beispiele, die völlig analog daherkommen. Und das ist völlig in Ordnung. Also es ist wirklich, würde ich Patricia zustimmen, wir sind kein Digitalisierungsinstitut. Aber die Möglichkeiten,
die Digitalität uns anbieten, vervielfachen auch die Möglichkeiten, wie Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen nachweisen und zeigen können. Danke für die Einblicke. Wir machen noch mal ein weiteres Video, wo wir über die Grundinhaltsfragen für die Arbeit des Instituts sprechen. Jetzt aber ganz herzlichen Dank erstmal für die ersten Schritte an Patricia Drewes und Henrik Haberkamp.